Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass es eingebildet klingt, aber ich bin tatsächlich noch nie mit jemandem gefahren, der deutlich besser fährt als ich. Ich fühle mich schon richtig unwohl dabei, euch das so zu sagen. Und so richtig Trial bin ich eigentlich noch nie mit jemand anderem gefahren, bin immer alleine unterwegs. Heute ist's aber soweit und ich habe direkt gemerkt, wie viel das bringt. Konstantin und ich haben uns eigentlich recht spontan für eine Street-Session verabredet und er fährt schon seit 12 Jahren. Eigentlich beherrscht er auch alles mit 2 Rädern. Trial, Dirt, Enduro, mit und ohne Motor und heute hat er sein BMX mitgebracht. Der einzige kleine Haken bei der Sache, ich muss ein bisschen Strecke machen mit dem Trialbike und das auch noch bergauf. Aber ich kann schon verraten, dass es das auf jeden Fall wert war. Oh Gott. Geht immerhin auf einen Aldi-Parkplatz. Gute! Hallo. Alles fit? Ja. Nice. Und wir sind herzlich willkommen. Perfekt. Hat man nicht alle Tage. Ja. Früher hat mich das immer eher genervt, wenn jemand in irgendwas mit Sport besser war als ich. Aber inzwischen bin ich da etwas weiter und freue mich richtig, wenn jemand gute Tipps hat. Man kann sich dadurch so schnell weiterentwickeln und bekommt völlig neue Anregungen und Ideen. Außerdem gibt es für euch einen bisschen beeindruckenderen Content, für den ich nichts weiter tun muss, als die Kamera drauf zu halten. Chillig. Du kannst quasi, erst wenn du noch im Vorderrad bist, den werfen, noch ein guter BMXer, macht dir auch einen Bunnyhook, wirft den und landet dann da drauf. So. Ja, ja. Zu zweit ist die Motivation bei mir auch direkt viel größer. Und mit dem geilen Wetter war es direkt von Anfang an eine geile Session. Alter! Okay. Das ist nicht so hoch, auch wenn es ein Busch ist. Oh. Jo. Hey. Nice. Die müssen eigentlich noch mehr rein. So, meinst du? Noch mehr zum Lenker? Okay. Das bin ich hier auch noch auf meiner Liste. Sau geil. Du klemmst auch den Sattel ein bisschen dabei, ne? Weil irgendwie, ich hatte schon den Tipp bekommen, also dass ich mal ein bisschen Sattel kämmen soll, aber ich weiß halt nicht wie. Ja, also da ist halt quasi kein Sattel. Und dann haben wir auch mal Räder getauscht. Mein erstes Mal auf einem BMX komplett ohne Bremse. Oh Mann, ist das komisch. Ja. Okay. Ach du Scheiße, ey. Oh wow! Das geht ja noch viel schneller hoch. Okay, ohne Bremse ist es. Okay, Bunnyhop ist geil. Für Bunnyhops und Manuals hat es sich direkt gut angefühlt, aber die fehlenden Bremsen, vor allem die Hinterradbremse, haben mich sehr eingeschüchtert. Ja. Fuck, wie bremst du damit? Boah, Alter! Das ist mega cool zu sehen, was du mit dem Fahrrad machst. Das motiviert mich extrem. Kannst du die Skills irgendwie auf mein Fahrrad kopieren, dass ich die dann auch drauf habe, wenn ich wieder damit fahre? Ja, ich kann das auch hier, das Kettenlaufwerk einstellen. Ja, das ist perfekt, danke. Auf dem Parkplatz lasse ich halt am besten so Sachen wie Frontwheel Hops, 180s und natürlich der Foodjam Tailwhip üben.
einmal hat's geklappt. Endlich mal wieder einen Fujam Tailwhip gestanden. War längst überfällig und mit der neuen Technik fühle ich mich inzwischen so viel wohler und sicherer. Okay. Oh, muss man mal machen jetzt. Oh. Okay, show me. Na, ah, geil. Willst du in beide Richtungen gleichzeitig machen? Es hat mich auch sehr inspiriert, wenn wir mal kurz die Räder getauscht haben und man dann sieht, was alles so möglich ist. Und dann kann man sich schlecht aufs Fahrrad schieben. Alles coole Sachen, die aber trotzdem für mich nicht unerreichbar sind. Motiviert sehr zum Dranbleiben und weiter üben. Weil du so ein komisch, soweit über ein Lenker ist. Und dann kann man das so verbinden. Vielleicht. Ah. Wenn aber dann die Barspin-Versuche mit meinem Rad erstmal genauso aussehen wie bei mir selbst, ist es auch ein ganz gutes Gefühl. Man kann halt den Sattel nicht so einfach klemmen wie bei einem BMX oder Dirt. Nach circa anderthalb Stunden sind wir dann nochmal zu einem kleinen anderen Spot gefahren. Ich war schon ganz schön durch, aber angucken wollte ich es mir auf jeden Fall mal. Ich bin noch nie in so einem Pool gefahren, hatte also erstmal keinen Plan, was ich da überhaupt machen soll. Ich weiß nicht, was ich da so machen soll mit dem Ding hier. Also habe ich Konstantin hauptsächlich den Content machen lassen. Nee, eben einen Konstantin. Oh Mann. Yo! Nice! Oh, ich hoffe, der ist drauf. Kannst kein Tailwhip? Kein Tailwhip. Ich kann das. Let's go. Ja, kein Tailwhip. Okay. Okay, bitte klappt's jetzt. Es war ein halber. Kannst du mir noch mal eine Sache zeigen? Was ich nie hinkriege. Ah, und das 180-Ding muss ich noch machen. Wenn ich so versetze, also ich mach so, dann so wieder zurück. Und ja. Dann machst du das ja so. Ja, weil ich schlag das so ein und fall quasi nach da. Da musst du das Fahrrad ein bisschen mehr so drücken. Machst so und nicht nur so. Also, aber so? Gehst du auch weit nach hinten dann, dass das so rutschen kann? Mal, oder? Lenk mal ein. Geh mal in die Position. Und guck, du musst den Lenker runterdrücken, in die andere Richtung. Ach so, nach. Ja, so. Okay. Warte. Ja, weil ich habe immer genau das. Genau. Und du musst deinen Lenker so, das Fahrrad so unter dir halten und dann rückwärts sliden. Das ist auf der Unterseite vom Reifen sliden. Und dann einfach so reinsliden. Ah, ja, okay. Boah, das Versetzen und dann den 180, ja. Da hast du aber die Hinterradbremse gezogen, oder? Ja, genau, und dann abspringen. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, da muss aber das Hinterrad wieder so ziehen sonst. Hinterrad und dann abspringen und dann bist du so in der Luft, aber wenn du dann deine Füße ranziehst, dann ziehst du das gerade. Hinterrad wieder gerade, okay. Okay, muss ich auf jeden Fall ein bisschen üben. Ah, okay. Alles auf jeden Fall was Gutes, was ich üben kann. Okay, waren noch ein paar richtig gute Tipps, aber bei mir war schon die Luft raus. Da war nicht mehr viel zu holen, kommt aber auf jeden Fall auf meine Übungsliste. Nein, mach nochmal einen Trick für die Zuschauer, aber keinen Druck. Oh, gerade. Alter, das sah so nice aus. Krass, bin ich froh, dass ich das gefilmt habe. Ja! Oh, es war so schön. Ah, das kriegen wir geschnitten. Das muss ich auf jeden Fall mal üben. Das sieht super geil aus. In der gleichen Bewegung kannst du nutzen. Jo. Bist du sicher, dass du das noch probieren willst? Yes. Und jetzt waren wir auch beide fertig. Hatten gute 30 Grad und die ganze Zeit pralle Sonne. Deswegen habe ich mich da schon auf eins richtig gefreut. Diesen Berg runterrollen, den ich mich vorhin so hoch gequält habe, und den Fahrtwind zu genießen. War auf jeden Fall eine sehr coole Session, die nicht nur mega Spaß gemacht, sondern mich auch echt weitergebracht hat. So viele kleine Tipps auf einmal kann man zwar nicht alle direkt umsetzen, aber für die nächsten Fahrten bringt's extrem viel.
Also vielen Dank an Konstantin, werden wir bestimmt nochmal machen. Er macht übrigens auch Videos auf verschiedenen Plattformen. Links findet ihr unter dem Video. Schaut mal rein. Für mich war es so oder so ein voller Erfolg, weil ich endlich mal wieder den Fujian Tailwhip gestanden habe. Richtig geiles Gefühl. Hoffentlich war es für euch unterhaltsam und vielleicht ja sogar der ein oder andere Tipp dabei. Vielen, vielen Dank, dass ihr so weit geguckt habt. Gerne bis zum nächsten Video und macht's gut.